Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, in diesem Video geht es auf jeden Fall weiter mit interessanten Themen für die Oberfräse, was man alles mit einer Oberfräse machen kann. Zwei Themen werde ich jetzt ansprechen. Einmal das Lochreihensystem. Was genau ist das Lochreihensystem? Wozu braucht man das? Wie macht man das? Und dann habe ich euch eine coole Vorrichtung vorbereitet. Das ist meine neueste Vorrichtung für die Oberfräse. Ich zeige sie euch mal kurz, aber ganz kurz. Weil ich komme auf jeden Fall später noch zu sprechen, wie das Ganze funktioniert und wozu man die braucht. Falls ihr nicht wisst, was ein Lochreihensystem ist, seht ihr hier bei mir, das ist einmal die Reihe und ich habe mir noch zwei weitere Reihen gefräst. Ansonsten könnt ihr auch, schaut mal in eure Küche, in die Möbel rein, von der Innenseite findet ihr auch solche Lochreihensysteme. Das ist ein Industriestandard, in dem die Löcher im 32 mm Abstand zueinander angeordnet sind. Ich habe bei mir drei Reihen gemacht für meine Auszüge, damit ich die leichter montieren kann. Warum 32 mm? Ein Beispiel, solche Topfscharniere, ihr kennt die ja, die haben hier vorne zur Befestigung einen Abstand von 32 mm. Das ist genau dafür gedacht. 32 mm Lochreihe ist ein Industriestandard, den man heutzutage immer überall einsetzt und da werden die Löcher mit entweder 5 oder 3 mm gebohrt. Ich in meinem Fall habe sie mit 5 mm gebohrt, damit ich auch solche normalen Euroschrauben versenken kann oder zum Beispiel, ihr kennt sie alle, das sind Regalbodenträger, 5 mm. Diese kann man dann hier in diese Löcher reinsetzen und dann kann man einen Regalboden draufstellen. Es gibt viele Hersteller, die so ein System zur Herstellung von Lochreihen anbieten. Ich habe hier eins von Festool, es gibt so viele weitere. Ich möchte auch nicht näher ins Detail eingehen, wie das Ganze funktioniert, sondern euch nur das Prinzip erklären. Das System hier zur Herstellung von der Lochreihe besteht einmal aus dieser Führungsschiene. Ihr habt dann die jeweiligen Löcher hier im 32 mm Abstand schon mal vorgebohrt. Dazu gibt es dann so eine Unterlage. Das ist für die Führungsschiene. Hier wird dann dementsprechend auch die Fräse befestigt. Die kommt dann hier so rein und dann kommt das Ganze auf die Führungsschiene drauf. So sieht das aus. Wenn ich die Fräse jetzt einmal wegnehme, dann erkläre ich euch das Prinzip. Ganz einfach. Ihr seht hier unten drunter so einen kleinen Bolzen. Dieser Bolzen lässt sich nach oben und unten bewegen, indem ich diesen Hebel hier betätige. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ich den Hebel betätige, geht der Bolzen nach oben und ich kann problemlos durch die Schiene durchgleiten. Wenn ich den Hebel jetzt einfach loslasse und diese Unterlage hier bewege, ihr hört es klacken, sobald eins dieser Löcher hier erwischt wurde, springt der Bolzen nach unten und er verrastet. Und das Geniale ist, das bewegt sich kein Stück und ich kann exakte 32 mm Löcher jeweils bohren. Für die Löcher gibt es dann auch solche speziellen Fräser, die sehen aus wie Holzbohrer. Die sind auch wirklich nur dafür gedacht, dass die in das Material reingehen und wieder hoch. Also bloß kein seitliches Fräsen damit. Ihr könnt aber prinzipiell auch Spiralnotfräser nehmen, 5 mm geht auf jeden Fall auch. Eine weitere geniale Möglichkeit mit dem Lochreihensystem, ihr seht es hier schon, meine Werkbank. Ihr kennt ja diese ganzen MFT-Tische und diese Löcher werden dann im 96 mm Abstand zueinander gefräst oder gebohrt. Und 96 mm, ihr könnt euch das schon ausrechnen, das sind 3 x 32 mm, also auch mit diesem Lochreihensystem. Bei mir jetzt, ich hatte dieses Lochreihensystem damals nicht, wo ich das gemacht habe, aber für die nächste Werkbank werde ich das auf jeden Fall benutzen. Das ist auch wirklich ein super System, wenn die Löcher im gleichen Abstand zueinander angeordnet sind. Das muss jetzt prinzipiell nicht 96 mm sein, das kann auch 50 mm sein. Wenn die dann vertikal und horizontal komplett immer im gleichen Abstand angeordnet sind, dann könnt ihr auf dem Tisch selbst mit Hilfe von Bankhaken Schnitte im 45-Grad-Winkel machen und so weiter. Das bietet wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Kommen wir endlich zu der Vorrichtung, wo ich schon brenn drauf warte, euch die zu zeigen. Da ist sie. Prinzipiell ja nicht viel, das ist ein Stück Plexiglas, aber diese Vorrichtung kann so einiges. Ich finde, das ist eine der geilsten Vorrichtungen, die man sich so bauen kann für eine Oberfräse. Und kurze Vorab-Info, diese Vorrichtung kommt aus dem amerikanischen Raum von dem Samurai Carpenter, der hat die als erste gebaut. Und Marius Hornberger hat sozusagen eine verbesserte Version gebaut, die habe ich jetzt auch so nachgebaut. Ich verlinke euch auf jeden Fall beide Videos unten in der Videobeschreibung, könnt ihr euch gerne angucken. Dann seht ihr die zwei Varianten, wie man diese Vorrichtung überhaupt herstellen kann. Was ist so geil an dieser Vorrichtung? Einerseits, es ist Plexiglas, 10 mm Stärke, das heißt sehr steif, es biegt sich nicht durch, das ist sehr wichtig.
Andererseits Plexiglas durchsichtig. Man kann genau sehen, was man macht. Andere Sache. Ich habe diese Vorrichtung jetzt 30 x 30 cm gebaut. Das heißt, diese Vorrichtung ist ja prinzipiell nichts anderes als eine Erweiterung von der Sohle der Oberfräse. Ich habe durch diese 30 x 30 cm viel mehr Möglichkeit, eine bessere Möglichkeit für eine Auflage für die Hand. Das heißt, da kommt eine deutlich bessere Führung zustande. Dann das Interessante, natürlich die Langlöcher drumherum. Wofür sind die? Da habe ich mir zwei von solchen Klötzchen, Holzklötzchen, fertig gemacht. Wichtig ist natürlich, dass die komplett gerade sind und plan sind. Da sind zwei Löcher an den Seiten, von der anderen Seite mit Einschlagmuttern versehen. Somit kann man Schrauben hier durchjagen. Ich habe Sterngriffe dafür. Und dann kann man das Ganze festmachen. Baut euch auf jeden Fall zwei Stück. Ihr werdet zwei Stück auch ab und zu mal brauchen. Ich zeige euch gleich auf jeden Fall, wie man das Ding einsetzt. Aber zuerst bauen wir die Oberfräse hier drauf. Dafür habe ich bei der Oberfräse schon komplett den Boden abgenommen. Warum habe ich das gemacht? Normalerweise ist das ja so, bei den Fräsern, die Fräser sind ja ziemlich kurz. Das heißt, man kämpft hier immer um jeden Millimeter, dass man tiefer kommt. Und selbstverständlich nimmt man dann, wenn man solche Vorrichtungen hat, weil das sind 10 mm, das ist nicht wenig, da kämpft man um jeden Millimeter, den man an Tiefe mehr erreichen kann. Und selbstverständlich muss man dann den Boden abnehmen, weil der ist ja auch gute 2 mm dick. Von daher Boden ab und dann kann man die Oberfräse drauf montieren. Als erstes Beispiel habe ich hier ein Stück Holz, wo ich mittig hier eine Nut komplett entlang versetzen will. Wenn ihr zum Beispiel solche Bretter, mehrere von diesen Brettern aneinander anreihen wollt mit dem Nut- und Federn-Prinzip, das heißt, hier macht ihr eine Nut rein. Wichtig ist natürlich, das Ganze erstmal festzuspannen. So, sitzt. Und jetzt kommt meine Vorrichtung zum Einsatz. Ich habe jetzt schon, wie ihr seht, die beiden Klötzchen hier links und rechts in diesem mittleren Langloch schon versetzt bzw. reingepackt. Und jetzt heißt es nur, Fräser hier mittig ausrichten, damit das auch wirklich mittig im Werkstück sitzt. So, wenn ihr das habt, zumachen. Hier natürlich festdrücken, damit man genau die Breite von dem Werkstück hat. Zudrücken, festziehen und das Gleiche natürlich auf der anderen Seite. Das Ding ist schon recht stabil hier drauf, weil wir haben Anschläge hier unten und das kippt uns nirgendwo weg. Wenn ihr das gut festzieht, dann rutscht das auch nicht nirgendwo mehr hin und ihr habt eine Führung gebastelt. Das heißt, ihr könnt jetzt mit der Fräse und mit der Hand, wenn ihr hier mittig Kraft ausübt, könnt ihr das hier durchziehen und eine schöne gleichbleibende Nut reinfräsen. Ich mache das jetzt ohne Absaugung, weil ihr seht, es ist auch schwierig, hier eine Absaugung dran zu machen. Ich werde euch das alles mal ohne Absaugung erstmal zeigen. Ihr seht, überall gleicher Abstand und wir haben eine Nut hergestellt. Ihr könnt natürlich dann viel tiefer mit dem Fräser rein, um die gewünschte Tiefe zu erreichen. Aber prinzipiell, wie ihr seht, ganz einfach gemacht. Nehmen wir als zweites Beispiel einfach mal an, ihr habt so ein kleines Stück Holz und das ist natürlich schwierig zu fräsen, irgendwas damit zu machen, weil es ist klein. Es besteht natürlich die Gefahr, ihr kommt in den Fräser rein, ihr rutscht ab. Selbst auf einer Tischkreissäge ist das schwierig. Ihr braucht auf jeden Fall einen Schiebestock. Ihr braucht auf jeden Fall eine Feder, die das Ganze gegendrückt. Es ist nicht einfach. Und da muss man sich irgendwie zu helfen wissen.
Ich würde das so machen. Ihr wollt hier zum Beispiel irgendwie eine Nut reinhaben. Macht ihr Folgendes. Ihr holt euch wieder irgendwelche Spannmöglichkeiten. Es muss jetzt nicht unbedingt das sein, was ich habe, aber das ist so das, was mir einfällt. Als nächstes nehmt ihr euch einfach zwei Kanthölzer als Beispiel, die natürlich von der Höhe identisch sind. Ihr packt die direkt daneben an das Werkstück, was ihr haben wollt, und spannt das Ganze fest. So, jetzt habt ihr das Werkstück auf jeden Fall mittig mit diesen beiden Kanthölzern gespannt und es bewegt sich nirgendwo mehr hin. Jetzt könnt ihr eure Vorrichtung nehmen. Ihr packt die hier drauf. Habt natürlich schon ausgemessen, wie tief euer Fräser runter muss, damit ihr euer Werkstück erreicht. Und wie ihr seht, ich habe diese Hölzchen schon auf die äußeren Langlöcher draufgepackt. Und jetzt kann ich das Ganze, wie eben auch schon, einfach hiermit ausrichten. Ich gehe mit der Fräse runter, wieder meine Hölzchen gegendrücken, gegen die Kanthölzer und dann einmal festspannen. Erstmal ganz leicht. Von der anderen Seite natürlich genauso. Hier auch. So, einmal nochmal kontrollieren. Passt ungefähr. So, und jetzt können wir loslegen. Einmal ein bisschen fester ziehen, damit wir nicht abrutschen. Und dann können wir loslegen. Ich werde jetzt die Absaugung hier dran machen, weil jetzt komme ich dran. Die genialste Anwendungsmöglichkeit für diese Vorrichtung, wie ich finde, sind einige dieser traditionellen Zimmermannsverbindungen, wie zum Beispiel eine Zapfenverbindung. Wenn ihr einen Schlitz- und Zapfenverbindung machen wollt, ihr wollt euch zum Beispiel einen Carport zusammenbauen, da habt ihr natürlich sehr, sehr viele Zapfenverbindungen. Ihr wollt jetzt nicht bei jeder beigehen, jede markieren, mit dem Stechbeitel beigehen, da sitzt ihr wahrscheinlich Monate dran, sondern ihr macht das folgendermaßen, ihr nehmt euch einen Balken, misst den aus, wo der Zapfen hin soll, wie der aussehen soll, richtet eure Vorrichtung danach aus und dann könnt ihr wiederholgenau die restlichen Balken damit fräsen. Wir machen das zusammen, gemeinsam einmal bei einem Balken ungefähr. Das ist jetzt nichts Perfektes. Ich will euch einfach nur zeigen, wie es geht. Ich nehme mir so einen 3D-Gehrungswinkel und zeichne mir ungefähr an, bis wohin ich den zapfen möchte. Jetzt nehmen wir unser Streichmaß. Ich habe es jetzt ungefähr eingestellt. Wenn ihr das natürlich zu Hause macht, misst das genau aus und stellt das ein. Dieses Streichmaß ist genial, weil wir haben natürlich zwei Führungen und wir können das natürlich perfekt einzeichnen. So, ich mache das jetzt für ein. Einmal die eine Seite. Und dann einmal die untere. So. Dann drehen wir das Ganze natürlich von der anderen Seite. Wir nehmen hier immer Bezug auf eine Kante. Einmal markieren. Und das obere. So. Dann natürlich markieren, damit man weiß, bis wohin man fräsen muss. So. Das hier geht weg. Das wollen wir weghaben. Das wollen wir weghaben und selbstverständlich den oberen Bereich. Immer schön markieren, dann verfehlt ihr euer Ziel nicht. Hier natürlich auch, hier brauchen wir es nicht, wir haben ja hier schon die Markierung gesetzt für die Tiefe. Und jetzt heißt es, wir nehmen unsere, also natürlich erstmal alles festspannen. So, und jetzt holen wir unsere Vorrichtung,
Bei der Vorrichtung ist jetzt natürlich wichtig, wie lege ich das Ganze aus. Ich habe einen Anschlag schon entfernt, ich habe nur noch einen da. Und dieser Anschlag ist natürlich entscheidend. Hier drückt man gegen das Ende vom Kantholz und man kann den Fräser genau ausrichten, dass er diese Linie berührt. Und selbstverständlich auch die Tiefe einstellen. Wenn ihr die Tiefe eingestellt habt, beim Drehen des Kantholzes, um die andere Seite zu fräsen, habt ihr natürlich die gleiche Tiefe. Und der Anschlag passt hier immer noch, damit hier die Weite, die hier erreicht werden soll, immer noch erreicht wird. Für einen Balken zeichnet ihr euch das an, stellt alles ein und für die restlichen einfach nur machen. Erste Seite ist fertig. Wie ihr seht, sehr gut funktioniert. Klar, hier hinten habe ich jetzt Ausriss, weil ich komplett mit dem Fräser durchgegangen bin. Das ist ganz normal. Wenn ihr aber von der Seite reingeht bis zur Hälfte und dann von der anderen Seite bis zur Hälfte durchgeht, dann habt ihr keinen Ausriss. Aber der Anschlag hier hat gut funktioniert. Ich bin exakt hier kurz vor der Linie, ein Zehntel Millimeter vor der Linie. Perfekt, kann man noch nacharbeiten mit dem Stechbeitel zum Beispiel oder mit der Fräse nochmal ein bisschen feinjustieren. Die Oberfläche ist ziemlich gut geworden. Klar, ein bisschen Streifen wegen dem Fräser. Nichts Wildes. Jetzt können wir das Ganze umdrehen und die andere Seite bearbeiten. So, und da habt ihr es. Ein Zapfen in 0, nix hergestellt. Das hat jetzt keine 5 Minuten gedauert. So Leute, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich habe euch ein bisschen was zum Lochreihensystem erzählt. Ich bin jetzt nicht ins Detail gegangen, weil nicht jeder hat so ein System. Und wenn euch das ein bisschen im Detail interessiert, ich habe in meinen älteren Videos dieses System schon des Öfteren verwendet, könnt ihr euch gerne angucken. Dann einmal die Vorrichtung, die habe ich euch vorgestellt. Wirklich eine super geniale Vorrichtung. Leider habe ich sie mir nicht früher gebaut, ich hätte sie schon des Öfteren gebrauchen können. Wirklich super universell. Ihr habt gesehen, ich habe euch nur 3 Beispiele genannt, was man damit machen kann. Da gibt es noch so viele andere, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Überblattung herstellen. Geht damit wirklich sehr gut. Wenn ihr diese Vorrichtung nachbauen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Schaut euch die beiden Videos unten an, die ich euch verlinkt habe von den beiden Kollegen. Wenn ihr das Lochreihensystem euch beschaffen wollt, alles findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich habe euch alles mal verlinkt. Falls ihr viel mit der Oberfräse arbeitet, dann kann ich euch diese Vorrichtung auf jeden Fall empfehlen. Ihr werdet sehen, ihr werdet sie ziemlich oft gebrauchen. Ich werde sie in Zukunft auf jeden Fall des Öfteren gebrauchen. Wirklich lohnenswert. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte, schreibt in die Kommentare rein. Falls ich irgendwas falsch gemacht haben sollte, dann regt euch bitte nicht auf, ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe mir das alles nur selber beigebracht in den 2 Jahren. Learning by doing, das ist bei mir die Devise. Und das wird bei euch natürlich auch so sein, wenn ihr mit irgendeiner Maschine startet, ihr werdet nicht sofort ein Profi sein, ihr werdet mit der Zeit euch reinsteigern und genauso ist es bei mir auch. Von daher, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Nicht vergessen, die Glocke einschalten, dann seid ihr jedes Mal informiert über ein neues Video. Schaut auch bei Instagram rein und ich würde sagen, bis zum nächsten Projekt.